Mein Name ist Wiebke Wiedig. Erwachsene Kinder loslassen. Ein Video, das ich vor circa 3-4 Monaten gepostet habe, und auf dieses Video habe ich sehr viele Zuschriften bekommen. Viele verzweifelte Eltern schrieben mir, da war von Beziehungssucht die Rede, da war davon die Rede, dass es Eltern wissen, dass es wichtig ist, Kinder loszulassen. Aber vielen dieser Eltern fiel es offensichtlich schwer, es zu tun. Deshalb möchte ich mir dieses Thema in den nächsten Videos oder in einigen zukünftigen Videos nochmal intensiver anschauen, um auch zu erklären oder Ihnen zu verstehen zu geben, warum es gar nicht so leicht ist, erwachsene Kinder loszulassen. Heute möchte ich mir anschauen, was es mit uns macht, rein von den Gefühlen her, von der Gefühlsebene. Es ist ja so, dass wir unsere Kinder sehr lange in unserer Obhut haben. Mit den Elefanten, die ihre Kinder übrigens auch 18 bis 20 Jahre betreuen und auf sie aufpassen, Sorge haben für ihre Kinder, sind wir die Säugetiergattung, die ihre Kinder am längsten in ihrer Obhut hat und sich am längsten um ihre Kinder kümmert. Das ist eine lange Zeit. Und ja, viele Eltern denken, nach 18 Jahren, nach 19 Jahren, nach 20 Jahren muss ich doch sowas empfinden wie Freude, wie Stolz, wie Erleichterung. Aber es ist eben nicht nur das, was wir in so einem Moment empfinden. Da gibt es vielleicht auch noch andere Gefühle, die da sind. Zum Beispiel Trauer. Nicht nur Trauer darüber, dass das Kind geht, sondern ganz sicher auch Trauer über all die vielen Jahre, in denen wir unsere Kraft gegeben haben. Vielleicht auch Trauer über verpasste Gelegenheiten. Vielleicht ist sogar Wut da. Ich habe viel Kraft in mein Kind hineingesteckt, viel Energie, viel Geld und jetzt soll ich es einfach ziehen lassen? Ja, warum ist das eigentlich so? Vielleicht gibt es sogar auch Anteile von Frustration. Was mache ich jetzt mit meinem Leben nach 20 Jahren, 25 Jahren? Wie soll ich das jetzt auf einmal leben ohne Kind? Alle diese Gefühle sind richtig und wichtig, weil sie gehören zum Prozess des Loslassens dazu. Wir haben als Menschen oft ein Problem damit, wenn wir denken, dass das, was wir empfinden, nicht unserer idealen Vorstellung, unserem Idealbild entspricht. Zum Beispiel, wenn ich aufgeregt bin und Lampenfieber habe, weil ich vielleicht gleich einen Auftritt habe oder irgendwo sprechen muss, dann denke ich, ah, das müsste ich doch nicht haben, ich weiß doch, wie es geht, ich weiß doch, was ich sagen muss. Das ist zum Beispiel eine Situation, wo ich mich selber unter Druck setze, weil ich etwas empfinde, was ich eben in diesem Moment empfinde. Und es ist sowas von menschlich und normal, in einer solchen Situation, nach vielen, vielen Jahren, in denen wir für unsere Kinder da waren, viele Gefühle zu empfinden. Nicht nur Freude, nicht nur Stolz. Nein, auch Trauer. Und ja, vielleicht auch Frustration. Es ist wichtig, diese Gefühle anzuerkennen und ihnen Platz zu geben. Nicht zu denken, wir sind falsch, weil wir das fühlen. In anderen Kulturen, in Naturvölkern, gab es dafür richtige Rituale. Rituale, in denen die Kinder wirklich losgelassen wurden, in denen die Mütter, die Väter auch trauern durften, in denen diese ganzen Gefühle auch dazu gehörten. Bei uns ist das etwas, was so nebenbei passiert. Und wir denken, von heute auf morgen sind wir damit auch durch. Es braucht seine Zeit, bis wir diese Gefühle verarbeitet haben und bis wir uns neu positioniert haben in unserem Leben, wenn unsere Kinder ausgezogen sind, wenn wir sie loslassen müssen. Ein indianisches Sprichwort sagt, die Seele geht zu Fuß. Und lassen wir uns doch einfach die Zeit, auch den Gefühlen Raum zu geben, die auch zu diesem Prozess dazugehören. Wenn Sie mehr wissen wollen zu diesem Thema, dann bleiben Sie auf meinem Kanal. Ich werde noch weitere Videos dazu veröffentlichen. Und in meinem Buch Das belebte Leben, was es seit September im Handel gibt, finden Sie viele Anregungen für ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben und für den Umgang mit Krisen und für den Umgang mit neuen Situationen in unserem Leben. Bis bald.
Thank you.